Cool, right? Want to know where I got it? Well, look, go to cs.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro. Hallo zusammen, hier ist das Team Schweine-Aim. Diesmal habe ich den Namen hoffentlich Freddy, Felix und Erik sind mit am Start. Fibu heute nicht. Ja, moin. Fibu heute tatsächlich nicht, nicht wie beim letzten Mal. Und wir fangen mal an mit einer Kiste. Was? Ryzen, Meinungen? Lol. Knife, oder? Wahrscheinlich. Ich hab Knife! Woo! Ah, ist ja gut, war noch ein Prank-Fuck. Ja, blaue Piste, sag ich mal. Na klar, natürlich nichts. Ich hab aus der Kiste noch gar nichts gezogen. Wirklich nicht. Nee. Jetzt einfach mal rein, einfach direkt ein Knife und alles. Was? Bis auf das in der Wache habe ich aber auch noch nichts gezogen. Hey, mal gucken jetzt im Special-Stream. Ah, da liegt ja in der Vergangenheit, dann wisst ihr ja schon, ob ich was gezogen habe oder nicht. Ich hab Knife! Woo! Ah. Alter, Statue. Ah. Was haben wir beim letzten Overwatch Case? Der hatte an, glaube ich, ne? Der hatte frech an, glaube ich. Alles an. So einen neuen Map sogar, was? Oh, und das 2 ist es. Na, schade. Ich hab auch auf Cobble oder Austria gehofft. Es könnte auch ein Wingman sein, ne? Von Cobble, aber. Ach so, echt? Ja, Wingman geht auch, ja. Ja, schauen wir mal. Das 2 hat. Die erste Runde und schon der Report, oder wie? Na, dann cheat. Weiß ich nicht. Wie geht denn das? Ja, stimmt. Aber er hat einen Skin, der also kann schon mal eigentlich nicht anhaben. Hä? USP Forest Leaves. Achso. Das sieht aus wie ein Standard USP. Hey, what's work, Alter? Wer ist gerade der Hölle? Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es niemals das gesehen. Das sind zwei, oder? Eine 3? 3 Farbplex, oder? 3 Flecken einfach. Uff. Oh, ja. Na gut, das war aber okay. Der schießt ja richtig ruhig, ey. Nope. Der ist richtig seriös, ja. Der hat ein bisschen was geraucht vorher noch. Ein bisschen langsamer noch, Birne. Okay. Okay. Mit den Klicks aber erstmal 100% Headshot-Rate. Ja, mal gucken, was da geht. 3 Fracks. Im Vergleich zu dem letzten Atzen ruft der halt schon mal nicht wie der absolute Bot und macht 50 Fracks. Ja, stimmt. Oh, der spielt halt echt so ruhig, ja. Auch da, wie ruhig der die Fracks macht. So zweite Runde im Vierer mal gucken, nervös. Jetzt, was er macht. Was halt auch wieder irgendwie ein Smurfer und der weiß, er kann sich Zeit lassen, weil die Gegner taub sind und Silver One Shit sind oder so. Ja, das kann immer sein, ja. Lol an. Was macht der jetzt? Ja. Auf dem Base ist ja Wurst. Mit der Gewalt. Ah, der wollte, glaube ich, gerade schon runtertroppen, oder? Irgendwie. Ah, der Kret macht das fertig. Ist gar nicht, okay. Der schießt nicht mal. Geht doch mal. Irgendwie chillt okay. Der ab, Alter. Ja, aber die Tees. Lässt sich wirklich richtig Zeit. Ja, gut, aber. Die Gegner machen auch nichts. Also. Ja, aber stand der kann auch sich halt irgendwann Zeit lassen. What the fuck? Das chillt so out. Sieht man im Overwatch, ob die Mates Skins haben? Ja, der hat Sticker drauf da vorne, der, oder? Der richtig langgelaufen ist. Mal gucken, ob die Mates vielleicht Sticker haben. Die auch jetzt auf einmal gehen 3A. Was ist da los? Dann cheatet er doch nicht. Aber der deckt aber auch seriös oder so, macht keine Faxen. Ja. Also nicht, also letzter hat ja auch schon gut durch Wände geguckt, der nix. Oh, der kommt von B einfach. Okay, da wo? Was? Der Mage auf B, oder? Das ist richtig Beta. Hä? Komm einfach B-Tür raus, der Mage steht Plateau. Der Mage steht einfach auf dem Spot. Ja, der wäre bei uns geschrien worden, glaube ich. Der wäre richtig Skandale gewesen. Was macht denn der? Ja, was war das denn jetzt? Ich dachte auch, der will lower reingehen jetzt, aber... Aber wie die auch kaufen. Aber die gehen und er geht wieder. Ist ja komplettes Chaos. Naja, er merkt wieder, dass ein 3A, weil er eigentlich A-Decker ist, aber. Die Bates, die schieben halt einfach wieder random. Die bestellen ja alles: B90, MB5, ne Krieg, ne Scout, einmal nischt. Ja, das spielt aber absolut normal, das ist das B90, also die Shots am Anfang, die waren schon köstlich da, alle im Kopf. Aber Pizze geht sowas halt mal rein. Halt uff! Lol. Na gut, das hat man halt gesehen, also das war okay. Ja, kann man halt auch machen, ja. Oh, jetzt ist auch nix. Man merkt halt wirklich, das Level ist nicht sehr hoch, so. Boah, ich dachte gerade schon, den hat er gemacht. Achso, ne, war ja gar nicht. War nicht, ne? Aber war knapp. Boah, ich Gegner muss man halt auch nicht irgendwie treffen. Treffen den auch überhaupt nicht, ey, what the fuck? Den made down, okay. Hast du jetzt angesagt? Gucken, wie das handelt. Immer 100% Headshot-Rate, wa? Na gut, jetzt hat er gerade wohl einen neuen Headshot gemacht. Der Mate hat die Bombe da, der macht sie jetzt auch zur Bombe. Achso, die sind ohne Bombe auf B, dann. Pusht er doch keiner rein. Er ist seriös, er geilt halt auch nicht auf Frags oder so, das ist eigentlich auch schon mal ein gutes Zeichen. Das setzt jetzt für mich auch eher nach Smurf aus irgendwie. Ja. Change schon mal die Waffe, ey. Was soll ich sagen, dann eine Krieg? Nee, Forever Scout. Hey. Eigentlich ist es Forever Aug. Ich komme mit Krieg besser klar als mit Aug irgendwie. Nee, ich nicht. Aber eigentlich komme ich mit beiden noch nicht gut klar.
Ich kann mit diesen Waffen einfach nicht schießen, ohne reinzusuchen. Speedy ist mega sick mit AUG. Den Bug habe ich auch noch im Kopf irgendwie so. Ich denke, da ist ein Scope drauf, ich muss reinzoomen, aber ja, deswegen verrecke ich dann immer. Das fühlt sich so komisch halt einfach an, wenn du das kannst, genau. So, der AWP. Wieder mal lang. Ja, interessante Flash. Mhm. Soll er vom Blitz sein? Ja, aber so krass ist der halt auch nicht, da wie er ein Mollo wirft. Da steht der 5 Sekunden, kann er nicht geholt werden. Aber ich glaube trotzdem, dass er smurft. Aber jetzt gab es also absolut noch gar nicht. Kaum was von den, du siehst ja kaum was von den Gegnern so. Er macht halt. Ja, du kannst halt nur das beurteilen, was sie kaufen oder wie die spielen, was sie für Ghosts machen, aber bis jetzt ist das noch nichts. Der hat jetzt 7 Tracks oder 8. 8, ja. Alles Headshots bis auf einen, aber kann man machen, ja. Die USP-Shots, die waren halt schon nicht schlecht, aber keine Ahnung, die Gegner sind halt auch slow as fuck. Du kannst dir halt auch Zeit lassen beim Schießen, so wie die sind. Warum wurde er jetzt in der Runde reported, oder was ist hier, hat er nicht mal einen Track gemacht? Ne, die wollen vielleicht nach der Piste schon tilt. Mhm. Ah. Die 0 an den Kopf. Ja, da macht er halt wahrscheinlich... Einfach keinen Kontext die Runde, außer lang kurz eingesehen. Da macht er, oder was war das, ich glaube so 3 Headshots in der Piste Runde und die dachten halt, der muss cheaten. Oh, der hat sein Mate angeschossen. Griefing. Der Griefing, ja geil, kann ich doch was sagen. Rush dort Song. Oh, jetzt, aber jetzt ist jetzt weiß. Aber was machen die Mates denn auch? Guck mal, jetzt ist B wieder jeder woanders. Jetzt ist der allein auf B. Gucken, Type Design. Oh, die gehen lower, schade. Oh, die gehen, hat er Glück gehabt gerade, ey. Ja, die Mates sind halt auch taub, das ist halt Smurf, die haben doch gar keinen Plan. Boah, Alpha macht doch was für dich. Er schiebt aber auch nicht Tate weg, er sieht, es ist keiner auf dem B, so, da muss ich B gehen, dann aimt er an. Und jetzt er schiebt aber auch nicht Tate weg, wenn die lower gehen. Oh, sind die schlecht, Alter, okay, was? Der war auch wieder im Kopf. Oh, gut geflickt. Ja. Ah, der muss halt den Kill machen, what the fuck. So, er scoped halt raus. Ja, aber Warlock ist halt nicht halt. Okay. Jeder Warlocker wird da halt weiter anhalten, weil er weiß ja. Ja, der hätte den Engel weitergehalten. Ja, also boah, Warlock oder Radar oder sowas halt als safe nicht. Vielleicht höchstens irgendwie Aimhack, aber eigentlich auch glaub nicht. Ich, glaub die, ich nicht. Die kann man halt auch alle machen, die Shots eben. Ja. So, angesagt kurz einer durch. Oh, was? Dran. Okay, dass er da noch so die. Oh, komm. Also, dass er links steht. Mann, der schleicht da rein, Alter. Es sieht halt auch wieder so aus, als würde er abdrücken, nicht drauf sein, aber trotzdem trifft er der Schuss. Ja, aber es liegt halt an diesem Piss-Demos. Ja, ja, das stimmt auch. Das ist echt immer noch so 16 schlecht. 16 Tick oder 32 Tick oder was sie mittlerweile 32, haben. 32, glaube ich, haben die. Deswegen darfst du halt auch nicht auf solche Kleinigkeiten achten, so. Das halt, kannst du halt nicht. Ja, aber nichts. Würde ich auch sagen, insufficient. Hier, yeah, also das Einzige, wo ich überlegt hätte, anhand der, weiß nicht, der Shots, aber die kann man halt auch alle machen. Halt, wenn wir gegen Silver Shit spielen, dann kannst du halt auch seelenruhig aimen. Ja, das war mal ein ganz cooler Case. Da hätte was passieren können, aber letztendlich war halt clean. Nach der Pistole, nach den Shots, dachte ich halt, vor allem der erste USP-Shot, das war halt schon ein kranker Flick. Guck Richtung kurz, der ist schon 10 Meter weiter rechts und dann geht instant in den Kopf. Oder nicht. Ja, aber wir sehen uns, also ich würde ihm halt nichts drücken. Ja, ist aber, nicht ganz sicher, deswegen. Ja. Eben, musst du halt 100% sicher sein und die kannst du halt machen. Und wenn du dann dazu noch in Betracht ziehst, dass die Mates alle taub waren und jeder geht jede Runde wohin, wo er will und er muss gucken, wo er hingehen muss, damit irgendwas gedeckt ist, dann werden die Gegner halt auch Shits gewesen sein. Deswegen, nach langer Zeit, würde ich hier auch mal reindrücken, ist wieder clean der Arzt. Ja. Soll es auch geben. Jo. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Overwatch.